Das hier ist Rapper Mittwoch bei der Jugendmesse. Wo seid ihr? Hier wird gebattelt, hier wird getextet, hier wird gezeigt, was man drauf hat. Und heute im Battle habe ich einen MC, den ihr eben gesehen habt in der Cypher. Und es geht heute um 500 Euro. Macht mal Lärm und herzlich willkommen für den ersten MC für Till Ill. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Du kommst hier in meine Battlebox. So, dann haben wir hier in diesem Battle auch einen MC, den ihr eben gesehen habt. Sein Name ist Presto. Auch mit dir in die Battlebox. So, nun haben wir hier jemanden, der hat bei Rapper Mittwoch TV bei YouTube schon ganz oft gezeigt, was er drauf hat. Sein Name ist Höpke. Komm schon, ein bisschen mehr Ambition hier, Rostock. So, das sind schon mal 1, 2, 3. Mal gucken, wen wir hier noch haben in diesem Salat. Ladies and Gentlemen, Freunde und Freunde und Freundinnen, sorry. Wir haben hier jemanden, es ist sein erstes Battle. Sein allererstes. Er ist das erste Mal im Boxkampf und will sich boxen. Aber er hat es drauf. Macht mal Lärm für Zeit am Mike. Shield, 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 shield. So, nun kommen wir zu der Elite bei Rapper Mittwoch. Die Leute, die schon Titel tragen, Champions und Kings sind. Macht mal Lärm für jemanden, den ich ganz recht herzlich begrüße. Macht mal Lärm für Pyro! Alright, alright, alright. Alle kommen in die Battlebox. Alle kommen in die Battlebox. Nun möchte ich Lärm hören für den Newcomer des Jahres 2010-2011 bei Rapper Mittwoch. Er hat schon sehr viel Leistung gezeigt. Einige werden ihn kennen. Macht mal Lärm für Pizel! Merkt euch die Leute, merkt euch die Leute. Nun, Ladies und Gentlemen, ich weiß gar nicht, wen ich als allererstes ansagen soll. Den Rekord-Champion und Meister und King oder denjenigen, der so viele King-Titel gewonnen hat und alle nacheinander und sie immer wieder verteidigt hat. Deswegen wähle ich einfach mit geschlossenen Augen. Macht mal Lärm für den Rekordmeister des letzten Jahres in der letzten Saison, für Tierstar! So, und der letzte, last but not least, die Wetten geben ihm einen wahnsinnigen Favoritenstatus. Wenn man auf ihn gesetzt hat, würde man was gewinnen. Wenn man auf dem Außenseiter wettet, mehr. Ihr könnt Wetten abschließen, das macht ihr unter euch. Macht mal Lärm für den Kobe Bryant des Battle Rap in Deutschland. Macht mal Lärm für Gio. Yeah! Los geht's! Okay! Los geht's! Ja, ja, ich warte, ich hab. Yo! Ey, der Typ will ein Battle! Er nennt sich Tierstar! Ich schick dich wohin zu den Cops? In Tierpark! Beim Battle von drei wird er Vierter! Er ist und bleibt dein Verlierer! Und nein, mein Freund, du bist nicht der Battle King! Du hängst so viele Wörter in ne Zeile, nennt ihn Scrabble King! Und er ist nicht krass! Nein, das bist du nicht! Weißt du was? Komm, verpiss dich, Bitch! Mann, nein, du wirst es niemals auf mein Level bringen. Guck mal, halt die Fresse, ja, Tierstar ist der Belly King. Dafür kriegst du ein Gläschen, 10.000 Besucher ist der größte Spaß auf der Jugendmesse. Guck ihn mal an, ich geb ihm ein Kindlächsel, du bist lustig, du Punk. Mit mir kannst du dich anlegen, halt mal deine Fresse, bevor ich die Klinge und die unter den Hals damit steche. Change. Ich komm mit der Flow und der mit der Gangsterschiene. Ist ja lustig, weil ich dich auf Gangster schiebe. Okay, ey, ich hole deine Cousine und seinen Hodensack, ja, der ähnelt deiner Rosine. Okay, ich hab mehr Geld als ne Mine. Du willst mich wirklich ficken? Ich sag nee, bitte biete noch bei eBay für eine Punchline von mir. Ich weiß ganz genau, nicht Angst, ein, nicht mir. Change. Ey, denkst du, du kannst im Freestyle besser sein? Meine Cousine, die schlägt dir die Fresse ein.
Penis, du Keck, Mann, du bist nix, Mann, und du redest ekligen Dreck. Ja, Mann, keiner glaubt dir, du weißt, Tierster bleibt ein Raubtier. Fick nicht mit mir, Mann, was willst du sagen? Du kannst nichts machen, ich werd dich mit einer allein begraben. Check. Ich versteh, dass du konterst und dass du mich hast. Deine Cousine schlägt mich, die ist ja auch die Stärkste im Knast. Und ganz ehrlich, fick nicht mit mir. Der beste Rapper ist Presse und der bleibt es hier, okay. Und die U, ich hab das beste Publikum. Und du, ja, du guckst dich wie ein Schwuli um. Und ganz ehrlich, geh mal bitte zur Seite. Du willst mich jetzt battlen und denkst, dass ich dich noch beite. Ein Kick und du fliegst hier ins Publikum. Danach leg ich dich mit der lyrischen Uzi um. Yeah, so sieht das aus. Ich schmeiß dich und auch deine Homies hier raus. Ach, ich hab vergessen, du hast keine, nur bei Facebook. Deine einzige Gruppeneinladung von einem Gay-Club. Du bist der Verlierer, also fick nicht mit Tierstar. Ja, ich bleibe hier der Sieger. Noch ein Change, noch ein Change. Wir haben mehr Zeit, noch ein Change. Dreimann, aus. Leute, ich dachte, ich kann ein bisschen Overtime machen. Warte mal. Die haben sich Fäuste gegeben. Gib mal ein bisschen Applaus für dieses erste Mal. Ihr habt die Macht. Bei Rapper Mittwoch scheißen wir auf eine Jury. Wir wollen, dass das Publikum kompetent ist, um über Rap zu entscheiden. Und ich hoffe, ihr seid kompetent, um über Rap zu entscheiden. Wir geben euch die Möglichkeit. Ihr hebt die Hände hoch, okay? Und entscheidet, wer hier gewinnen soll. Ich möchte eure Hände sehen für den MC, der angefangen hat. Auf meiner linken Seite für Presto. Das Licht brauchen wir immer ein bisschen mehr, damit ich das zählen kann, ja? Ich möchte eure Hände sehen für die MC auf der rechten Seite für Tierstar! DJ P! Jo, mach mal Lärm, Alter, Jungs! Bisschen Lärm, Alter! Wenn ihr wollt, dass es Böll steigt! Jo! 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 Also, eine Line und ich fang an mit der Feier. Ich hau einfach hier von der Bühne wie den Flyer. Egal, gehen mir an meiner Eier. Ist mir ganz egal, wer du bist einfach zum Reiern. Yo, ich sag's einfach wie Trapper Toni. Wer ist er? Er ist einfach wie Flasche leer. Stunz, halt mal einfach deine Fresse. Auf der Messe gibt ja ich einfach Schelle oder Schelle. Schelle. Was ist los? Ich hab ihn gar nicht erkannt. Er war in der Beauty-Halle vorher beim Mädchenschminkstand. Da hat er sich ein Lipgloss besorgt. Und dann hat er es mir noch auf der Toilette besorgt. Er hat sich ein Image geborgt. Von Cool Savage, dein Flow ist am Arsch. Ich schwöre, rap hier bitte keine Parts. Und zeig deine Flasche, ich mein, so geht es schon. Ich opfer für dich heute sogar mein Telefon. Change! Weiter! Yo! Ich denk mir, was labert er? Er ist ein krasser Spaß. Ich hab mich geschminkt und er hat seine Haare gemacht. Yeah, das ist einfach nur ne Pussy vom Neundorfplatz. Du bist voll der Spaß, was für dein Telefon. Du bist am Telefon, du bist am Boden wie dein iPhone. Ich bin Psycho, du hast kein Flow. Nein, ey, komm mal an mit deiner Hand, egal. Ich bin elegant, du schmeißt dich weg, ich bin der Beste in diesem Land. Ich hab die Haare gemacht, denn ich hab ja schon ne perfekte Fratze. Keine Haare gemacht, denn er hat ja bald ne Glatze. Ja, so verläuft dieses Battle. Zeig den Leuten noch dein vorgeschriebenen Zettel. Ja, das hast du auswendig gelernt. Ich schwör's dir, dieser Typ wird von mir oder von der Bühne entfernt. Also bitte jetzt, hebt mal die Hände hoch. Ich bin im Haus und P6 schmeiß ich raus auf den Hof. Change. Ja, yeah, du bist nicht fancy. Du bist einfach wie ne Mickey Mouse. Ich schmeiß dich raus, laber keinen Scheiß. Jeder weiß, ich bin nice. Ich bin einfach Pi zu dem Sack. Einfach nur perfekt. Ich rappe nicht vom Zettel. Black macht es einfach mal der Motherfucker, wenn ich mit der Gang komm. Also bitte guck dich an, du kannst mich an. Komm, komm, denn du bist so wie Donkey Kong, ein Affe. Weißt du was, was ich mache? Ich einfach lache. Ey, sorry, ich geb dir die Anklage. Er schickt seinem Ex-Lehrer bei Facebook eine Freundschaftsanfrage. Und er hat sie abgelehnt. Ich schwöre, jetzt wird abgestimmt und du wirst abgelehnt. Es wird abgesegnet, dass sie einfach besser ist und fresher ist und schärfer wie ein Messer ist. Und du stumpf wie ein Löffel. Weißt du was, ich glaube? Pisek wirft auf mich heimlich sogar ein Auge. Change. Yeah. Guck wie ich Battle Rap. Er ist so dumm wie sein Handy, er hat ein Handicap. Er hat einfach sein iPhone kaputt gemacht, ist geopfert. Es ist okay, du bist einfach ein Opfer. Nach dem Wodka einfach besoffen. Guck nicht an, du wurdest hart getroffen. Ist mir ganz egal, du bist in mich verschossen. Wir sind Freunde, ich umarm ihn. Freundschaftsfrage, ja, er hat sie von mir bestätigt. Let's und sagt, ich meine, guck mal, bitte seht mal her. Orangenes Outfit, nächster Job, BSR. Yeah, der GSBap, der King. Du weißt ganz genau, ich hab den Michael Jackson Moonwalk Swing. Bing, du hast den Tritt kassiert.
Komm, setz dich, dann hast du einen Ritt kassiert. Mach mal mit dir hier. Und jetzt gehen die Hände hoch. G ist der Gewinner und Pisa geht K.O. Aus! Ich möchte eure Hände sehen vor für Pisek! Dankeschön! Am Mittwoch sehen wir uns wieder, kommt vorbei! Gut, ich möchte eure Hände sehen, weil es muss deutlich sein. Ich möchte eure Hände sehen für den MC hier auf der linken Seite bei mir, für Gio! Sein Job, kennt jemand von euch Liquid Walker? Löschen! Tut mir leid, das mach ich. Yeah. Du weißt. Viewmaster, seid ihr gut drauf? Habt ihr Spaß an Battles? Es ist sehr wichtig, Alter. Du hast es vorhin schon erklärt, war, dass Battles wirklich wichtig sind. Ja, kannst gerne machen. Ja. Ich wiederhole es nochmal, Battles sind sehr wichtig, Alter. Nein, ernsthaft, Alter. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, Alter. Wer von euch kennt Lars Unlimited? Wer von euch hat vorhin Lars Unlimited gesehen, wie er gerappt hat? Der kommt vom Battle, Alter. Ich darf einen Namen sehen. Den Namen, den Gegner okay. Von Fat Cap. Nicht gucken, ne? Ja, jetzt habe ich aber gesehen. Mach nochmal, misch nochmal durch. Okay, okay. Es ist mein Homeboy Pirate. Pirate gegen Fat Cap. Ihr kennt euch. Ihr mögt euch. Vom See. Ihr mögt euch. Aber jetzt hasst euch. Hasst euch, okay? Hasst euch für das Publikum. Aber nur Battle-Modus. In Wirklichkeit, das ist nur Rap. Das ist nur Sprache gegen Sprache. MC gegen MC, Lines gegen Lines. Wollt ihr dieses Battle sehen? Dann gebt mir ein Oh yeah! DJ P! F to the Cap gegen den Primaten. Heute gibt's 0% für die Piraten. What the fuck? Ja, wat, Berlin Nuts? AKA die Gang, AKA der größte Quatsch. Pirate, du hältst besser deine Schnauze. Du bummst nix mit deiner hässlichen Klauze. Ich battle die Lines hier in einer Tour und werd ausfrallend wie deine Haarfrisur. Junge, du brauchst nicht so schreien, verdammt, ich bin doch nicht taub. Und ich versteh trotzdem keins deiner Wörter, die du hier grad schraubst. Und ich weiß nicht, Fat Cap, du hast mit Mal noch nichts zu tun. Was soll ich sagen? Im Endeffekt denk ich, du bist Buh für diese Leute hier. Das ist hier auf der U-Messe. Und ich denke, alles klar, du bist der Typ, nicht im Nu-Presse. Ich dich zu klein würfeln und schmeiß dich in den Müll. Was soll ich sagen? Mir fehlt einfach das kleinste bisschen Skill. Scheiße, dein Müll klingt nach Müll. 95 Steinzeit. Ich bin so graffiti wie Blocks, 3D und Highlights. F to the Cap, klatsch dich an die Wand, schwarz Matrom. Du hast gleich einen Handball, großes Hämatom. Yes, yo, also halt du mal den Ball flach, Kleiner. Oder du knutsch dir gleich einen Abfall. Ich gehöre dir auf den Kopf wie eine Badekappe. Dein Style-Image komplett Attrappe. Shit. Und ich mach mir grad ne Klappe, nein, ich mach mir grad ne Matte. Was ist los mit diesem Typen, mit der hässlichen kleinen Ratte, die hier gerade vor mir steht? Keine Angst, ich fass den doch nicht an. Ich dachte, hol ich mir doch was weg, was soll ich sagen? Bei diesem Mann ist eine größere Gefahr als der verdammte Riesensaffe bei Outbreak. Keine Ahnung, hier kommt der Typ, der jetzt ein bisschen aufdreht. Und ich sage, es hat keinen Zweck, gegen mich anzutreten, wenn man Fat Cap heißt. Alles klar, ich bin der Typ, der auf Fat Cap scheißt. Change! Ey, ich werde diesen Spacken wie Wattenmatten. Ich zerstöre am Tag ca. 2-3 Matten. Cannabis, F to the Cap und du bist angepisst. Denn meine Lines sind dangerous, so wie ein Schlangenbiss. Ich bringe dich zu Boden, habe mehrere Methoden. Wie zum Beispiel Taser, Neuroelektroden. Was lasst ihr hier überhaupt für Spacken rein? Pirates sieht aus wie ein dickgefettet Wattenschwein. Ich habe keine Ahnung, ich meine, ich kenne man im Endeffekt gar nicht. Denn die Leute haben gerade nicht geklatscht oder weder Nachschritt kriegst du Scheiße. Das war ein kleiner Hänger, doch im Endeffekt weißt du genau, dass jedes meiner Wörter deinen Kopf strengert. Und du gehst morgen nach Hause und denkst, wie Pirate möchte ich gerne sein. Auch mal so Verse schreiben, auch mal nach den Sternen greifen, auch mal so cool sein, auch mal so ein bisschen Burning Nuts. Doch im Endeffekt bist du nur so ein Typ wie bei Two Girls One Cup. Change, ich töte die Mörder heute hier nach Herzenlust und zeige dir die Sterne als der Kopernikus. Motherfucker, wie, wann du Spaß? Hier hat keiner geklatscht, bei dir oder was? Im Endeffekt sind die noch alle viel nicht gechillt. Doch wartet mal, wie geht mein Barbecue hier grillen? Yes, yo, denn du hast den Style einer Barbie-Puppe. Sag mein Trick, aka Lustig.
Kuppe. Ich lutsch die Kuppe nicht, denn ich bin ja nicht schwul, was nicht schlimm wäre. Aber trotzdem weiß ich ganz genau, ich bin immer schlimmer. Und weiß nicht, ich bin nicht der Schirmherr, aber bin trotzdem einer, der jetzt einfach mal sagen kann, ich will Fat Cap mal was erklären. Und das mit dem Rumschreien, das ist kein Flow, das einfach nur Stöhne. Keine Ahnung, ey, hör, während meine Stimme verwöhnt den Beat extrem. Ich glaub, das Ding ist gleich vorbei und ich sag einfach nur, du bist raus. 1, 2, 3. Aus! Ja! Ich will eure Hände sehen, für den MC, der angefangen hat, auf meiner rechten Seite, glaube ich, ne? So war das irgendwie, ne? Ja, er hat angefangen. Stimmt. Ich möchte eure Hände sehen für Fat Cap! Oh. Ich will eure Hände sehen für Pirate! Das war deutlich Pirate. DJ P! Hört mal Mittwoch, shit! Ja, ja. Okay, okay, okay. Los geht's, komm schon, ah yeah, was geht, los. Du Pimmel willst mich ficken, doch du kannst leider nicht abgehen. Deine Freundin kam nicht rein, sie ist unter 18. Du willst dich dagegen, Mann, Dicker, fang an zu klotzen. Was sieh ich hier vor mir? Der hässliche Fotze. Du denkst, du wärst hart, du denkst, du wärst hart. Wahrscheinlich denkst du, Pimmel, du bist ein zweiter Samarsch. Doch weißt du was, du bist definitiv kein Arsch. Leck mich am Arsch, du bist hässlich wie Nicki Minaj. Ich weiß nicht, was los ist. Du bist ziemlich unfreundlich, weil du doof bist. Und sorry, du willst diesen Till hier schlagen? Ey, hier ist alles hell, brauchst keine Brille tragen. Und meine Freundin ist unter 18? Mann, ich hab alles Freunde unter 18, was denn? Und dicker Soundpool und so, das gab's hier nicht. Gab nur Stop-Prozent-Arschgesicht, was ist das? Change! Ich komm ans Mic und ich mach einfach mal Schluss. Ich trag ne Sonnenbrille, damit ich seine Fresse nicht ertragen muss. Yo, Dicker, schieb so groß, hast du etwa Lust? Dicker, ich geh am Zweig, denn ich hab Lust. Ich trink ganz locker hier ganz cool einen Freestyle, wer Spaß, wo die Leute denken, das hier ist 8 Mile. Ganz cool, denn du bist einfach nur ein Pimmel. Wärst du noch fetter, hättest du unter deinen Fettspalten Schimmel. Sorry, 8 Mile, Eminem ist doch weiß, oder nicht? Ich meine, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß diesen Scheiß und du willst mit mir reden, meinetwegen. Doch wenn ich Bock hab, zerstör ich dein Leben. Hey, und hey, ich hab grad Luft bekommen. Ganz ehrlich, nach dem Battle sieht der aus wie dieser Luftballon. Tja, lächerlich und dann liegt er da. Du willst gegen mich battlen, sag doch mal was, Mann. Du denkst, du wärst Hip-Hop, du denkst, du hörst Criss-Cross. Du Rapper Mittwoch, kommt der Pimmel in Flip-Flops. Yo, was willst du denn, du Spaß? Du willst mich gern ficken, doch ich schick dich in den Knast. Das ist nicht auf Befehl, also mach mal nicht auf Gangster. Opfer sind wie Geld, ich werf sie einfach aus dem Fenster. Was willst du denn, du hässlicher Pimmel? Ich schick dich einfach ganz locker von der Bühne mit nem Still. Die letzten Reihen hab ich leider nicht verstanden. Du willst gegen mich gehen, was ist das für eine Transe? Sorry, kein Bock auf deine Story, also red nicht. Du bist ziemlich dämlich, du Mädchen, was geht nicht? Nehm dich auseinander und ist kein Problem. Wenn ich dich sehe, Alter, will ich nur noch Scheine sehen. Ach nee, den check da, check mal, ich bin halt besser. Du bist alle wie das bei den Päckchen. Der Typ will mich ficken, der Typ will mich schlagen. Guck doch, Mann, du bist so klein, du kannst mir stehen einblasen. Ganz cool, Rap ist in jedem meiner Gene, das ist Till, Acker, aller Strandgebläse. Ganz cool, der Pimmel will hart abchillen. Ich drehe übrigens mit dem Pimmel meinen ersten Schnappfilm. Ganz cool, du bist ein hässlicher Spaß, also fick mich nicht, denn ich bin einfach zu krass. Change! Ich glaub, ich werde es nie verstehen, warum hier ständig irgendwo ne Typen stehen. Und immer wollen die mich ficken, ich weiß nicht, was es soll, Alter. Ich steh auf Frauen, mein Arsch, der bleibt Jungfrau. So sieht es aus, du willst mit mir Sex, du willst mir ne echt Geschlechtsverkehr, ne? Lass mal sein, ich nehm Frauen mit dicken Titten und nicht so ne Typen, Alter. Du bist flach wie Brigitte. Aus! Ich möchte eure Hände sehen für den MC auf meiner rechten Seite, für Till Ill. Sieht ja gut aus. Sieht gut aus. Ich möchte eure Hände sehen für den MC auf meiner linken Seite, für Tider Mike. Sieht nicht so gut aus. Oh. Ja, freie Meinungsäußerung. Aber gebt ihm Respekt. Es war sein erstes Battle.